Bremen ist eine tolle Stadt, Bremen ist ein tolles Land. Bremen und Bremerhaven bilden eine super Einheit. Ich bin total gerne Bremer, ich liebe das hier. Die Leute sind offen und nett, anders als immer erzählt wird, von wegen die Bremer wären irgendwie stur oder so. Nein, überhaupt nicht. Wenn man in Bremen jemanden kennt, sich mit jemandem anfreundet, hat man einen Freund fürs Leben. Wenn man in Köln jemanden trifft, hat man den Freund für einen Nachmittag am nächsten Tag, dass ich das vergessen, dass er nicht kennt. Ja, so typisch. Ne? Das rheinische Gemüt und das Bremer Gemüt. So, Bremen ist, könnte besser sein noch. Wir waren mal viel, viel besser. Als Kind, wenn ich im Urlaub war, war Bremen, wenn man sagt, man kommt aus Bremen, wusste jeder, wo Bremen liegt. Man kannte Bremen aufgrund der vielen Marken, die hier in Bremen produziert worden sind. Nicht nur wegen der Hansestadt, nicht nur wegen der Hafenstadt und nicht nur wegen der Stadtmusikanten, sondern auch wegen dem ganzen Rest, der inzwischen ja komplett, fast komplett abgewandert ist. Wir sind inzwischen ein Nehmerland, was Länderfinanzausgleich angeht. Bremen war früher mal ein Geberland. Durch die Änderung der Einkommensteuer, dass jetzt die dort veranschlagt wird, wo man wohnt und lebt und nicht mehr da, wo man arbeitet, ist Bremen in das Minus geraten. Und Bremen hat auch einfach schlecht gewirtschaftet in den letzten Jahren. Das kann man ändern, das muss man ändern. Bremen hat ein irres Potenzial, gerade weil Bremen so klein ist und so stark ist. Ich meine, wir haben immer noch die zweitmeisten Millionäre pro Kopf, die hier in Bremen leben. Wir haben also eine große Privatwirtschaft in Bremen nach Hamburg, mit der man auch eine Menge machen kann. Wir wollen ja auch sowas machen wie ein Public-Private Fund in Bremen, wo sich Leute beteiligen können an zum Beispiel Start-ups, die in Bremen sich hier gründen. Wir haben in Bremen die niedrigste Start-up-Quote im ganzen Bundesgebiet. Warum? Woran liegt das? Da müssen wir was tun können. Wir haben ein irres Potenzial. Wir haben Hochschulen hier, wir haben Universitäten hier. Wir haben motivierte Leute hier und wir haben extrem viele Arbeitslose hier. Meine Güte, wir können Bremen wieder nach vorne bringen, wenn wir das nur wollen. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, wir wollen das und es gibt auch noch andere, die das wollen und wir können es auch. Und es gibt auch andere, die es können. Natürlich kostet das Geld, aber was ist wichtiger, als Bremen voranzubringen? Wir müssen weg vom 16. Platz in der Bundesländer.